Ich habe mich spontan dazu entschlossen, eine Audiodatei bezüglich viele Besprechungen, die ich auf meiner Seite veröffentliche oder veröffentlicht habe, noch hinzuzufügen. Ich schaue, dass es in einem Kurzformat bleibt, damit auch noch nicht nur visuell, also sprich auf die Verlinkung von YouTube-Videos, auch eine kleine, kurze Audiodatei mitproduziert wird. Ob das Sinn oder unsinnig ist, lasse ich mal so dahinstehen. Ich fand das eine Bereicherung, so eine Art Podcast mit einzuführen. Und diesbezüglich werde ich jetzt mal einen Teststart starten. Wenn es euch gefällt, würde mir das gefallen, wenn ihr das kommentiert unter diesen jeweiligen Artikel. Und wenn es euch nicht gefallen sollte, natürlich auch. Ja. Ich meine, die Videos bzw. die Podcasts, die ich dann letztendlich hier hochlade, werden dann früher oder später auch auf YouTube landen, damit man das auch hört. Also, es geht hier in dieser Besprechung um diesen Philips LHH 2000. Ich habe ja auf meine Seite beschrieben, was für ein Glückskind ich bin, dass mir das entgegengesprungen ist. Nur weil ich was anderes eigentlich wollte, das ich natürlich auch mit erworben habe, diese Bryston Endstufe. Worauf ich eigentlich eingehen möchte, ist die Gier der vielen Zeitgenossen, die einen so täglich entgegenspringen. Das ist wiederum so ein Beispiel. Also Leute sehen das, die denken kurz, die sehen ein Angebot und versuchen das auf Biegen und Brechen für einen Kurs zu erwirtschaften oder beziehungsweise für einen Kurs zu kriegen, das nicht möglich ist. Also das ist ja auch eine Beleidigung gegenüber dem Verkäufer. Wie kann man für so eine Endstufe 100 Euro bieten? Ich verstehe das nicht. Ja? Sind solche Art Menschen, die auf so einer Schnäppchensuche oder auf so eine Art Schnäppchenjagd sind, finden sie tatsächlich Verkäufer, die dafür sowas Hochwertiges abgeben würden? Also ich raffe das nicht. Ja? Ich meine, ich kaufe ja häufig Gerätschaften an. Und bei mir ist es immer so, dass die Preise, die ich ausrufe oder beziehungsweise die wir gemeinsam mit dem Verkäufer aushandeln, immer ultra fair, so dass der Verkäufer was davon hat und ich als Käufer natürlich auch. Und ich glaube, diese Seriosität fehlt halt so vielen. Oder Leute, die mir halt Geräte anbieten, die mir Geschichten erzählen von diversen Händlern, die ebenfalls das Angebot bekommen haben und wie aggressiv die sind, ja, gegenüber diesen Anbietern. Und denen auch mit Anwälte drohen und mit Sanktionen und so weiter und so fort, wenn sie die Gerätschaften, die in Anführungsstrichen nur angeboten worden sind, ihnen nicht verkaufen. Also das ist so eine Art Einschüchterungs Mentalität. Und ich glaube tatsächlich, dass solche Händler, ich weiß nicht, wenn sie also so mit harten Bandagen kämpfen, oder beziehungsweise die Gier schon so blind macht, dass man Menschen einschüchtern muss. Sympathie ist das Zauberwort. Wisst ihr, Transparenz, Sympathie und Fairness vor allen Dingen halte ich persönlich für super wichtig. Und das gestaltet nicht nur meinen Job, mein Beruf oder das, was ich tue, sondern auch mein Privatleben. Ich glaube, dass das super wichtig ist. Das wollte ich echt mal loswerden. Aber es soll ja hier um diesen Philips gehen. LHH 2000, das ist, wie ich schon geschrieben habe auf meiner Seite, der beste CD-Player, den ich kenne. Also ich kenne da wirklich nichts Vergleichbares. Aus Sicht des Klanges. Das Ding ist einfach nur Gottmodus, ja. Also das ist schon, also ja, also meine Kids würden Gottmodus sagen oder der Endboss oder Endlevel, wie auch immer. Das ist es wirklich. Also es gibt keinen CD-Player, das egal in was für eine Preis, in einem egal in was für einem Price Range, das nur annähernd so gut ist. Also ich habe schon diverse teure CD-Player hier gehabt oder auch in diversen
bei diversen Kumpels oder High-End-Läden oder auf High-End-Messen testen können. Natürlich nicht im direkten Vergleich, aber wenn man zum Beispiel jetzt einen Titel schon tausendmal gehört hat und diesen Titel schon in- und auswendig kennt, dann kann man das schon ein Stück weit beurteilen. Und wie ich das schon gesagt habe, also dieser CD-Player, dieser Philips LH 2000 ist wirklich ganz extrem gut. Das kommt meiner Meinung nach einer Schallplatte unglaublich nah in Sachen Feindynamik, in Sachen Dynamik selbst. Es hört sich nicht so steril an oder so kalt neutral. Es hat schon eine gewisse Neutralität in sich, aber was heißt eine gute, schöne Neutralität, das man ja auch bei Studiogerätschaften braucht, aber es deckt alles schön auf. Ja? Also es deckt sogar die Fehler, die in einer Produktion entstehen, angenehm auf, schön auf. Es ist schwer in Worte zu fassen. Es ist auf jeden Fall ein CD-Player, das drüber gibt es nichts. Es gibt nichts. Schluss aus, basta. Also da brauche ich mich nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen. Ist nicht möglich, nein. Also fertig. Natürlich ist auch die CD sehr wichtig, das Medium selbst, wie gut das Medium produziert worden ist. Man kann letztendlich nicht mehr herausholen, wie auf einer CD vorhanden ist. Aber man kann sehr viel unterdrücken. Und das machen leider sehr viele Geräte. Ja? Also sprich vor allen Dingen die etwas günstigeren CDs, wenn man zum Beispiel von irgendeinem Hersteller einen teuren CD-Player nimmt, einen Mittelklasse-CD-Player nimmt oder einen, der im Konsumerbereich angesiedelt ist, ihr werdet Klangunterschiede hören. Ihr werdet aber nicht diese Erkenntnis haben oder leider sind viele diesbezüglich fehlgeleitet und denken, okay, der teure CD-Player, der deckt mehr auf. Nein, er unterdrückt einfach nichts. Ja? Die Mittelklasse und der ganz billige CD-Player, die unterdrücken, der eine weniger und der andere mehr. Und das ist eigentlich alles. Es wird künstlich beschnitten. Und das ist einfach der Unterschied. Also um es noch vereinfachter zu erzählen, Bioprodukte im Gastrobereich oder eben keine Bioprodukte. Ja? Die Bioprodukte sind natürlich erzeugte Produkte, die eigentlich ganz normal sind. Und die nicht so produziert worden sind, gentechnisch verändert worden sind, die werden unterdrückt. Also ihre natürliche Art wird unterdrückt. Und so ist es im Highway-Bereich leider auch. Ja. Deshalb ist es sehr wichtig, dass man, wenn man sich was kauft, dass man halt lieber gebraucht ein Gerät kauft, das ehemals top of the line war, wie was Neues, das in Mittelklasse oder das im günstigen Sektor angesiedelt ist. Das sind meine Erkenntnisse über Hi-Fi, High-End über die Jahre hinweg. Ja? Und ich schaue gerade auf die Uhr, wir haben schon 8 Minuten, jetzt 33 Sekunden und ich glaube, ich mache jetzt einen Cut. Ich hoffe, das gefällt euch, dass man auch dass ihr auch mal mich audiotechnisch wahrnehmt. Ich schaue, dass ich auch solche Sachen jetzt öfters bringe und dass Tonspuren mit eingefügt werden. Ich werde auch versuchen, einen YouTube-Kanal aufzubauen. Da werden hier diese Podcasts landen und vielleicht gefällt es ja euch. Und wenn es euch gefällt, möchte ich, dass ihr mich unter Beobachtung nehmt. Ihr könntet euch auch in Zukunft mit mir über YouTube austauschen. Ihr könntet Kommentare hinterlassen. Natürlich schleime ich jetzt schon und sage, macht Likes und so weiter, hinterlasst Kommentare und so weiter. Mache ich jetzt schon. Natürlich möchte man diesbezüglich halt auch erfolgreich werden, aber erfolgreich halt insofern zu sehen, dass die Arbeit, die man über die Jahre hinweg irgendwann honoriert werden sollte oder muss. Deshalb danke euch allen, dass ihr zukünftig und auch in der Vergangenheit mich unterstützt habt. Vielleicht werden wir gemeinsam wachsen. Also danke an euch und bis bald.